Willkommen zurück zu Final Fantasy Type-Zero. So, in dieser Folge werden wir die königliche Hauptstadt von Concordia, also Mahui, stürmen. So, und dann müssen wir erstmal diesen Drachen hier ausschalten. Wow. Ach, das ist die Weltkarte. Das ist immer geil. Okay. Ist das ein Vulkan oder was ist das? Na gut. So, und weiter geht's. Hui, bam, 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 bam. Yeah. Tschüss. So, wir sind fast da. Die Hauptstadt von Concordia. Oder ausgeführt, Kupo. Wow. Hey, NS. Ja, Wahnsinn. Ein Doppler-Ei haben wir jetzt bekommen. Den S-Rang erlangt, einen Eiszirkel. Und das war's leider schon. The Dominion forces successfully marched into Concordia's capital. But once there, they were met by the fierce resistance of Celestia and the Azure Dragon. Soon afterwards, the Azure Peristylium surrendered, while still under siege. The Consortium of Eight was hesitant about Concordia's surrender issued behind closed gates. But they eventually deemed Concordia incapable of further resistance and declared victory. All that remained in the way of Rubrum completing its unification of Oriens was the Militesi capital and the White Peristylium. Zack. Ja, bis hier können wir jetzt erstmal speichern. Und Rubrum möchte also die gesamte Welt vereinen. Und das werden wir auch bestimmt schaffen, weil nur noch Milites jetzt da alleine dasteht. Und Rubrum einfach, Concordia einfach mal aufgegeben hat. So ganz plötzlich. Kupo? Ihr übertrefft alle unsere Erwartungen, Kupo. Noch 5 Tage und 12 Stunden bis zur nächsten Mission. Kupo! Kupo? Die nächste Mission wird ein Klacks für euch, Kupo, von der Stufe 36. Ja, schön und so, ne? Aber das war's jetzt schon wieder mit dem Einsatztag. Lacht zum Vorräte aus. Jetzt hören wir Final Elixiere. Wie viel brauchst du denn? 5. So, wow, ja, wir haben genügend. Ja, doch, bitte. Tapferkeitsring. So, gegen Gefangenenbefreiung, okay. Sonst steht die andere auch. Die steht dann mal da, okay, gut, auch nicht schlecht. Gut, den einen Feldeinsatz können wir auch machen. Das sollte recht einfach sein. Jetzt müssen wir erstmal die ganze Akademie wieder durchforsten, da bestimmt wieder einige neue Aufträge für uns da sind. So, Luftschiff-Docks, da haben wir schon mal den ersten
zum Quatschen. Oh, die Cassiro, ich bräuchte jemanden zum Reden. Ja. Was? Nein, es ist gar nichts Wichtiges. Ich bin in meiner Klasse nur ständig alleine, habe niemanden, mit dem ich mich so richtig unterhalten kann. Die Kadetten meiner Klasse haben alle ihre Freundeskreise und ich scheine irgendwie in keinen zu gehören. Meine Freunde sind wahrscheinlich auf dem Schlachtfeld umgekommen. Ich kann mich erinnern, dass es da jemanden gab, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, aber ich kann mich nicht mal mehr an das Gesicht dieser Person oder Personen ins Gedächtnis rufen. Jetzt bin ich in meiner Klasse also ständig allein. Das macht nicht wirklich Spaß. Ein Negerälter. So, wo kann ich eigentlich hinfliegen? Iska, Miko, Catmi, Rosana. Ist aber schon ein bisschen teuer, ne? So. Warte mal, muss ich mal ganz kurz nachschauen. Wir haben doch irgendwie ein Doppelei bekommen, oder? Erfahrungspunkt Nummer 2. Hey, cool. So, Tapferkeitsring, auch nicht schlecht. Mir geht Regenauswirkung, aha. TP plus 50%, mhm. Ja, gut. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Kubo. Selbst nach all den Anschuldigungen zum Attentat der Königin, bla 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 bla. Concordia's demilitarization is proceeding in all regions. Please warn all units to cease combat. Ah ja. Gut, wir gehen mal erst ins in die Bibliothek. Nee, doch, ins Kristarium, verdammt. So, mal schauen, ob es irgendwo ein Gespräch gibt. What? Manche Menschen glauben tatsächlich, es würde sofort Frieden herrschen, wenn der Krieg vorbei ist. Hey. Wir kämpfen nicht für Rubum, wir kämpfen für Mutter. Unsere Aufgabe ist es, Mutters Feinde zu vernichten, wer auch immer sie sein mögen. Zwei Aufträge. Hallo! Ich hab deine Bitte. Nimm 10 imperiale Soldaten für den Nachrichtendienst gefangen. Vielleicht irgendwann anders. Oh. Good work. Klasse, ob ich dich wohl um etwas bitten kann oder erfüllst du ausschließlich Dr. Alvesias Aufträge? Finde für den Dekan Informationen über Orients vor unserer Zeitrechnung. Irgendwo in Orient soll es ein Geschichtsbuch geben, das die Welt vor unserer Zeitrechnung behandelt. Könntest du es für mich finden? Ja, ich mach mal. Ja. May I help you? Suche nach einem legendären Luftschiff, das bereits vor Beginn unserer Zeit existiert haben soll. Ah ja. Ein Luftschiff. Ja, wenn es weiter nichts ist. Der Typ ist nämlich auch nie da. So. So, kann ich das marken? Wie viele? 2? Hier ist jetzt, sag ich mal, Sanke ist ein Heiltrank. So, dann mal kurz in die Kommandozentrale. The invasion of the Militesi capital is proceeding on schedule. Campaigns to the southern regions of the Empire have begun. All combat ready units enlist for missions. Okay. Ja. Als nächstes also Militest, ja? Habe ich eh nicht so tolle Erinnerungen dran. Huh? What is it? Jetzt können wir ein wenig Rache üben. Ja, allerdings. The doctor's pets. So, Monster Blutrünstig. Besiege sechs Sandwürmer für den Stabschef. Ja, irgendwann da mal. Oh. It is good to see you. Ich habe von den bisherigen Heldentaten der Klasse gehört. Da dachte ich, ich könnte euch auch meinen kleinen Gefallen bitten. Ich wünsche mir so sehr, dass die Klasse zum Retter, zum Erlöser, zum Agito wird. Erreiche den VS-Rang eines Oberst und berichte
Dein Ergebnis am Magistrat Karl Schival den VI. Registriere dich für Freier und erreiche mindestens den Rang eines Oberst. Ja. Exzellente Entscheidung. It is good to see you. So, was habe ich denn hier? 2600. Ja, gar nicht mehr so schlecht eigentlich. So. Ich glaube, ich kaufe da mal ein paar Stück davon. So, und weg. So, und jetzt geht es mal zur Chocobo-Stallung. So, die Küken sind ausgewachsen. Turbo, 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 Turbo. Rally, Turbo, Turbo, Turbo. Ein Rally, ein extrem schneller Chocobo, der auch im Kampf äußerst hartnäckig ist. So, Gisal gibt Rally, gibt auch Rally. Gut, dann nehmen wir Gisal gerade, weil dann kommen ganz, ganz viele raus. So, ein weiteres Ei. So, zurück zur Haupthalle. So, zur Himmelsterrasse. Es stehen endlich wieder andere Leute hier. Oh mein Gott, das ist ja unglaublich. Leave me alone. Ich habe nichts zu sagen. What? Verschwinde. Gut, dann bin ich mal wieder weg hier. Gibt's nichts Interessantes? So, in den Salon. Oh, hallo. What? Hast du dich jemals gefragt, warum die Kristallmanipulatoren keine Wirkung auf uns haben? Ja. Dank des roten Kristalls kann jeder in Rubum Gebrauch von Magie machen, richtig? Am stärksten ist diese Kraft in uns, kurz bevor wir erwachsen werden, also ungefähr in unserem Alter. Malustin hat die Kristallmanipulatoren entwickelt, um die Verbindung zum Kristall zu unterbrechen und damit zu finden, dass die Rubumer Magie anwenden können. Wenn wir trotz dieser Störung noch auf unsere Magie zurückgreifen können, heißt das, dass sie nicht der Kraft des roten Kristalls entspringt. Aber sonst, außer dem Kristall, könnte uns eine solche Macht verleihen. Entschuldige, ich denke zu viel nach. Solange Mutter keinen Grund zur Sorge sieht, brauche ich auch mir keine zu machen. Eine Megatrank. Welchen Ursprung unsere Magie auch hat. Wir wissen, wofür wir sie einsetzen müssen. Ich möchte trotzdem wissen, warum ihr das könnt. Ein Auftrag? Can I help you? So, der VVS zurückgereist. Sammle 2005 für die Rektorin. Ah, super. Don't overdo it. Ach, ich habe so viele gar nicht. Ja, weil ich sie gerade ausgegeben habe, ich weiß. Naja, egal. Gemeinschaftsraum. Hello. So gut ist es auch nicht gelaufen, aber eben habe ich Profit gemacht. Hier sind 1000 Gil. Nicht alles auf einmal ausgeben, hörst du? Wirklich? Hmm,
was wohl passiert wäre, wenn ich hier 100.000 gegeben hätte. Don't forget to train. Der nächste Kampf soll also unser letzter sein. Wir dürfen keine Probleme haben, wenn wir einfach so vorgehen wie immer. Ach, stimmt. Wir werden doch nicht das Let's Play bald beenden, weil wir bald mit dem Spiel fertig sind. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Ging ja dann doch ein bisschen schneller als gedacht. Einmal geht. Viele Kadetten meiner Klasse sind umgekommen, Kupo. Unsere Forschung steckt in einer Sackgasse, Kupo. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Darf ich dir meine Sorgen anvertrauen? Ja, sicher. Während des Kampfes an der großen Brücke wurden Kadetten der Klasse 11 als Versorgungstrupp eingesetzt, Kupo. Fünf von ihnen bildeten eine Einheit, die aber ausgelöscht wurde, noch bevor sie die Front erreichte. Man kann eben eine im Kampf unerfahrene Forschungsklasse nicht einfach in eine Schlacht schicken, Kupo. Und ich darf mich jetzt um das ganze Chaos kümmern, das das hinterlassen hat. Einige der Kadetten haben ihre Forschungsergebnisse nicht ordentlich notiert, bevor sie ausgezogen sind, Kupo. Und andere haben ihr Material nicht weitergegeben, also sind viele Proben schlecht geworden, Kupo. Da wird doch der Chocobo in der Pfanne verrückt, Kupo. Als wäre es mit unserem geringeren Forschungsbudget nicht alles schon schwierig genug. Tja, ist ein bisschen doof gelaufen, ne? So, besorge einen Dämonenklumpen für den Meister der Rüstungsgilde. Tu mir doch den Gefallen und besorge mir von dem Monster im Turm des Akito einen Dämonenklumpen. Fließen auf zu. Bläh, klar. Warte, was? Du wirst ein besonderes Transportmittel, um dorthin zu gelangen. Ja. So, und jetzt nur kurz zur Magiefakultät. So, wenn du bitte bringe dem Mitarbeiter der Magiefakultät ein Elfenbein-Anima. Ah, vielen Dank. Nun weiß ich vom Dr. Irish mich an der Klasse, die White Bewies, an den Kristallsplitter. Gut. Dann gehen wir jetzt doch mal in unser Klassenzimmer. Ach, der schon wieder. Guten Tag. Oh, just who I was hoping to see. What? You talking to me, hey? Yes, I'm talking to you, you idiot. Pardon. I mean, you simpleton. That ain't much different. So, how can we help you today? I want to join Class Zero. What? I'm ready to begin right now. Huh? If you ever need me during a campaign, just call. Or perhaps I'll just tag along. No, 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 wait, 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 wait! What are you talking about? You're not very quick on the uptake now, are you? What I'm saying is that I want to help Class Zero. Oh, okay. Hey! You're not calling the shots here! Such a tiresome oaf. Perhaps the sensible young lady understands. Do you mind if I ask why? Isn't it obvious? For magical training and Phantoma. It wasn't easy to find the information, and what a surprise. To think that of all the cadets in academia, you were the ones who were the closest to the truth of magic. Let me join Class Zero. And let me collect Phantoma. So tell me, how much do you know about Phantoma? I know that they're the source of life, or perhaps it would be more accurate to call them souls. Hey, hey, hey. How'd you find that out, huh? If Intel finds out, you know, you're in deep trouble, yo! I have been aware of that for quite some time. I have been very well aware.
Very well, then. Please, join us in Class Zero. You serious? We are authorized to allow others in. Well, then. But you will work under my supervision and assist me with Phantoma magic crafting. And please know, this is not a game. Be advised that you may be required to ultimately pay for your actions with your life. I understand. I will bear the weight of accountability. Allow me to formally introduce myself. Quan Yobatz. I am at your disposal. Yeah, Magie um 5 gestiegen und der gehört jetzt zur Klasse Zero. My goodness. Die Klasse Zero ist dem wahren Kern der Magie und Dr. Erasure wohl am nächsten. Als neuestes Mitglied der Klasse werde ich meine Forschungen fortsetzen. My goodness. Ja, gehen wir mal kurz ins Erzkristarium. Guten Tag. Auch wenn es sich nun einen Augenblick richtig anfühlt, schaue ich manchmal zurück und stelle meine Entscheidungen in Frage. What's the matter? Der Zweck heiligt die Mittel. Wir sollten uns auf den Sieg gegen Unitis konzentrieren. So, sollten wir irgendwas verstärken? Ich weiß es gar nicht. So, ja gut, das können wir eigentlich verstärken. So, nein, bitte ohne dieses Elfenbein. Na, also geht doch. Ja, komm schon. 12, ich will 12. Ach, da halt nicht. So, was können wir hier noch verstärken, was das betrifft? Vita, ja. Nö. Protes. Weil, nee, Phantom. Ich glaube, das passt schon so. So, ins Klassenzimmer. So viele Gespräche. A great sacrifice. But now the Dominion has a definite chance of winning. Yes. We were losing in numbers. But the tides have turned. The next battle will settle it all. I've been thinking lately. It might all depend on whether or not we can effectively control the tide of battle. Oh! How did you know what I was going to say? Huh? I don't know. But I feel like we've had this exact conversation before. I never said that before. Is this the deja vu that's been bothering you? That wouldn't tell her what you were about to say. Unless she really has heard all this before. I wonder what it is. Is something wrong with me? But when Mother saw me, she said that I was perfectly fine. If Mother says so, then you should be fine. Yeah. I guess. Ein neuer Tag und ein Übertrank. So, Tombury, was willst du uns sagen? Aha. Is something the matter?
Jetzt, wo ein siegreiches Ende in Sicht ist, hat sich die Stimmung vollkommen gewandelt. Nun müssen wir es nur noch durchziehen. What is it? Alle spüren, dass es bald vorbei ist. Lektionen, Defensiv, Magie 2. So, Feuermagie 2. Das gleiche Thema. Und Eismagie 2. So, Blitzmagie. Und das gleiche Thema. So, das war's hier erstmal. So, gibt's irgendwas zu quatschen? Hey, you eat yet? Die Befreiungskanne scheint ewig her zu sein, was? What's the matter? Makina sieht ziemlich geschafft aus, ob er wohl wieder wie früher lächeln wird, wenn der Krieg endlich vorbei ist. Hi. Viele führen den Krieg als Ausrede für ihre schlechte Noten an, aber ich selbst habe meine Lernanheiten noch nie vernachlässigt, egal wie hart der Kampf war. Und da gibt's Mission. Gedenkstätte. A lot of people died. Maybe it's because I don't remember them, but it just doesn't feel real. We should be thankful for all that the crystal does for us. To think how I'd feel if I remembered all of these people. It gives me chills. Yeah, that's for sure. I doubt that we'd be able to go on fighting. In fact, if it weren't for the crystal, we wouldn't be able to move forward. Yeah, but aren't you scared? I mean, even just a little? Huh? Scared? Well, what if I just happened to die? Then no one would remember me? Even if I died protecting someone, they'd forget me. You all would. So would Makina. Well, I'd be lying if I said it wasn't sad. But I still feel better knowing that none of us will be held back by ghosts of the past. We're cadets, yo, remember? All of us chose this path knowing death is waiting for us right around the corner. Is wanting people to remember you after you die, is that? Und ein weiteres Feindelixier. So. Und ein weiterer neuer Tag. So, aber die könnte ich jetzt was einkaufen. Supertränke zum Beispiel. 5 Stück und noch ein paar Heiltränke. 22 zum Beispiel. So. So, dann rüsten wir mal die Heiltränke aus. Und dann gehen wir noch kurz zum Chocobo-Stall. So, und da gibt es neue Küken. Einen Rallye, noch ein Rallye, Turbo, Rallye, Rallye, Turbo, Turbo,
Turbo und das war's. So, dann züchten wir mal einen weiteren Rallye-Chocobo mit einem Turbo. Und geben Gizakot. So, ein neues Ei ist da. Gut, dann haben wir jetzt mit jedem hier gesprochen. Zack, dann speichern wir das mal. So, dann war es für diese Folge erstmal. In der nächsten Folge geht es dann ja, hier weiter mit dem Feldeinsatz und dann Milites erobern. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao. Those red cloaks. Who are you people? You will be Oryx's most powerful force. Make your choice. Will you choose reason or the power of kings? I will become Agito. The gears start to turn. One by one by one. Countrymen, take up your arms and open the path to a new order. May the crystal guide them into salvation. When the seal of creation is broken, a voice like thunder shall sound, and thou shalt know. We have arrived.